Rabiate Menschenknabberer und eine verlassene Welt. Nein, das Branchentreffen hat nicht eine ungute Wendung genommen und wir sind immer noch bei Alles Film Diagonale. Herzlich willkommen übrigens. Aber diesmal soll es um die beiden Endzeitfilme gehen, die im heurigen Festivalprogramm laufen. In Dust von Max Jacoby sind gerade mal 3 Menschen übrig. Und das ist einer zu viel. Und in Rambok wütet im wahrsten Sinne des Wortes der Virus. Mit in der Besetzung, die Regisseur Marvin Krenn zusammengestellt hat, ist auch seine Mutter, die Schauspielerin Brigitte Krenn. Was sagt denn eigentlich eine Mutter zu ihrem Sohnemann, wenn der sie fragt, Mama, willst du mir einen Zombie spielen? Also mit meiner Mutter habe ich generell dieses Agreement, dass ich sie in allen Filmen irgendwie unterbringen muss. Dazu bin ich fast verpflichtet. Ob ich will oder nicht, die Rolle der Frau Bramkamp, wie wir die konzipiert haben, das war eigentlich sofort klar, dass das nur meine Mutter spielen kann. Diesen Zornesausbruch und so, und das liegt der. Und ich habe dann schon kurz mit mir selber gehadert, ob das in Ordnung ist, dass man seine Mutter so darstellen kann. Aber das ich habe dann auch kurz meine Zweifel ihr gegenüber geäußert. Das hat dann zu einem kleinen Familienstreit geführt. Aber im Grunde genommen selbst dann war das dann überhaupt kein Problem. Grüß Gott, Sie sind sicher die Frau Bramkamp. Es tut mir leid wegen der Mauer, aber Sie wissen ja, wie das jetzt ist. Ben, mein Autor, ist auch ein großer Zombie-Fan und das ist einfach ein Genre, das uns schon ganz lange begleitet, das wir wirklich durchstudiert haben. Sie funktionieren besser, sie sind furchterregender, wenn jemand auf einen zuläuft, als wenn jemand mit ausgestreckten Armen röchelnd auf jemanden zugeht. Also die langsamen Zombies sind generell, sind sie keine Zombies. Die Prämisse ist, es sind Wütende. Das heißt, es ist ein Virus, der freigesetzt wird, eine Krankheit, die so funktioniert, dass wenn man infiziert wird, über Kratzer, über Bisse, über Flüssigkeitsaustausch, dass die Krankheit noch nicht ausbricht. Die Krankheit bricht erst dann aus, wenn ein Adrenalinstoß passiert. Ja? Eine Adrenalinausschüttung. Und das ist sozusagen der Suspense-Gedanke. Aber Adrenalin sozusagen funktioniert ja auf Schnelligkeit oder auf eine Expression. So Tagträumereien, sich zu überlegen, was würde ich jetzt tun, wenn draußen die Zombies wären? Wie würde ich versuchen zu überleben? Wie würde ich versuchen, an Essen zu kommen? Wie würde ich mir Waffen bauen? Aus dem amerikanischen Bereich ist man im Zombie-Film gewöhnt, dass halt relativ schnell mit Schrotgewehren bei der Hand sind und haben es insofern besser. Und das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Deshalb muss man sich mit verbogenen Gabeln genügen. Und auch der Rambock an sich geht auf die Idee zurück, wie beschaffe ich mir Essen, wenn draußen die Zombies sind und ich keins mehr habe. Ich muss rüber in die Nachbarwohnung. Wie geht das? Indem ich meine Ikea-Betten auseinanderschlage und einen Rambock draus baue. Jetzt komme ich, aber das wollte ich mir schon mal machen. Warte. Was war das?
dass Tiere spielen immer irgendwie eine Rolle bei mir in Filmen. Das ist, es bietet sich auch sehr, sehr an, es hat sich sozusagen sehr, auch sehr angeboten für die Suche nach Gabi. Ja, wie stellt man das dar? Dieser Mann, der Michael, kommt nach Berlin und spricht die ganze Zeit von dieser Gabi. Und man sieht die Gabi nicht und man muss natürlich ein Foto verwenden, um sie irgendwie dann zu den Zusehern ein Bild von ihr zu geben. Aber wie kann man sozusagen seine Sehnsucht oder seine Beziehung bildlich darstellen? Und da funktioniert das Kaninchen als Bild fantastisch. Wenn er das Kaninchen nimmt und fragt, na, weißt du, wo die Gabi ist? Das ist ein sehr anrührendes Bild und funktioniert in seiner Einfachkeit sehr gut. So ein Jungen und ein Mädchen, die eigentlich ganz alleine in einem großen Haus wohnen. Und nach einer Weile findet man heraus, dass die Welt, in der sie leben, eigentlich leer ist. Aber das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Also ich glaube, als Kind habe ich immer vorgestellt, wie das sein, in einer leeren Welt zu leben. Und wirklich ganz alleine, wenn du der letzte Mensch auf Erden wärst, wie das wäre, wenn du durch die Stadt gehst und es ist absolut leer und du hörst deine eigenen Schritte, was du ja normalerweise nicht in der... was man ja normalerweise nicht hört. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, dieses Gefühl von der Leere, wenn du wirklich allein bist. Und das wollte ich eigentlich in dem Film darstellen. Wie jetzt schon an? Die sind ja so zwei, das heißt vielleicht nicht so schlimm. Wenn man wirklich ganz alleine leben würde, ich glaube, da würde man irgendwann durchdrehen. Aber zu zwei, ich meine, also die zwei Figuren, die sind eigentlich sehr, sehr glücklich, so wie sie sind, glaube ich.